Einen wunderschönen guten Morgen vom Explorer Garagenkanal. Ich bin der Matthias und für all jene, die Probleme haben, Martins Hochdeutsch zu verstehen, bin ich immer wieder jetzt mal da. Also nicht nur ein Moin aus Lübeck, sondern ein Grüß euch aus Salzburg. Wir schweißen heute einen Kunststoffwassertank aus Polyethylen, was es da zu beachten gibt, welche Fehler man machen kann und vor allem, wie das Ganze funktioniert. Das zeigen wir euch jetzt. Jetzt noch ein paar Worte zum Material, das wir verwenden, weil Kunststoffe gibt es viele und alle haben Vor- und Nachteile. Das ist unser Trinkwasserbehälter außen am Fahrzeug. Das heißt, dieses Material ist lebensmittelecht. Es gibt keine Stoffe ins Wasser ab, die in irgendeiner Weise mit dem Körper reagieren könnten. Das heißt, er wird auch in der Industrie, in der Lebensmittelindustrie eingesetzt. Das heißt, er gibt auch keine Weichmacher ab. Das Material ist unglaublich beständig, also sehr gute Beständigkeit gegen Treibstoffe, Säuren, Laugen und Meerwasser. Es hat eine sehr gute thermische Stabilität, das heißt, es hält Temperaturen von minus 40 bis plus 80 aus, also kurzzeitiger 120 Grad. Dann kommen wir noch zur Permeation, das ist die Luftdurchlässigkeit, die bei gewissen Stoffen gar nicht unerheblich ist. Da ist es so, dass einfach die Gerüche vom Tank, wenn man jetzt einen Abwassertank hat, einfach sehr schwer durch das Material Polyethylen durchkommen. Und zu guter Letzt haben wir noch eine ausgezeichnete Isoliereigenschaft, eine elektrische. Das heißt, wenn ihr gerade in der Elektrik seid, könnt ihr eure Teile mit Polyethylenplatten super elektrisch isolieren. Also welches Gerät verwenden wir? Wir verwenden einen ganz handelsüblichen Heißluftföhn mit einer elektronischen Regelung, wo sich den Temperaturbereich in 10 Grad Schritten einstellen lässt. Das Ganze funktioniert nicht mit einem Heißluftföhn, der nur 3 oder 2 Stufen zum Verstehen hat. Das braucht es gar nicht probieren, das ist nur frustrierend. Dazu haben wir dann den Schweißschuh. Der Schweißschuh sorgt dafür, dass die Luft reduziert wird auf eine, glaube ich, 9 mm oder 8 mm Düsen, wo dann die Heißluft rauskommt und oben kommt, wird dann der Schweißzusatz zugeführt und da vorne dann verschweißt. Apropos Schweißzusatz, wir haben natürlich als Material, als Schweißzusatz das Polyethylen HD, weil wir können nur selbiges mit selbem verbinden. Das kriegt ihr in jedem Baumarkt, genauso wie den Heißluftföhn. Zum Abzwicken von den festgeklebten Schweißnähten oder Zusätzen, lasst ihr das super verwenden, ein Elektronikseitenschneider. Dann haben wir nur zur Nachbearbeitung von der Kehlnaht, haben wir einen Stechbeitel oder einen Hohlbeitel, einen Entgrater, was zum Messen ist nie verkehrt, ganz wichtig eigentlich der Winkel, und zwar wir brauchen einen 90 Grad Winkel, für die ersten Platten, die wir befestigen, damit die einfach richtig drauf sitzen. Dann haben wir noch ein Teppichmesser, und zwar das verwenden wir dafür, dass wir die Bereiche, die wir schweißen wollen, wo das Schweißzusatz dann hinkommt, abziehen können, damit da wirklich das wieder kurzzeitig blank ist, weil da drauf befindet sich eine Oxidschicht und die Oxidschicht verhindert es, dass sie das optimal verbindet, also Schweißzusatz und zu schweißendes Teil immer alle Bereiche abziehen. Und zwar reden wir dann auch von den Schweißzusätzen. Das heißt, da ziehen wir einfach den rundherum ab, dass da wirklich jetzt Material abgenommen wird, damit das blank ist sozusagen. Ein bisschen wie der Rost auf dem Metall, kann man sich das vorstellen. Und dann haben wir noch ganz normalen Hobel, ein Handhobel, ob das jetzt japanisch oder westlich ist, ist komplett wurscht. Damit wir eine 45 Grad Phase drauf machen können an der Außenseite vom Wassertank, dass wir dann in diese Kehle, die dann da unten ist, unsere Naht aufbringen können. Aber das sieht sich dann gleich im Anschluss. Ja. Die Materialstärke beträgt 8 mm, aus dem Grund, weil ich einfach schon die Erfahrung gemacht habe, dass mein letzter Tank ist aus 5 mm. Der war relativ schwer zu schweißen, weil Polyethylen oder Kunststoff hat generell eine recht starke Wärmeausdehnung. Das heißt, das Ganze wirft und wälzt sich, das ist gar nicht lustig. Kann man sich ähnlich vorstellen wie beim Metallschweißen.
Der zweite Vorteil ist dann aber auch, dass der ganze Wassertank viel stabiler wird. Ein absolut wichtiger Punkt ist die Temperatur, die Schweißtemperatur. Jedes Material hat seine ganz individuelle Schweißtemperatur und beim Polyethylen liegt die zwischen 220 und 280 Grad. Ich für meinen Bereich habe gemerkt, dass ich mich ganz weit im oberen Bereich bewege, teilweise sogar eine Spur drüber. Das hat aber, glaube ich, eher den Grund, weil die Temperatur wird im Gerät geregelt und sobald die Luft die Düse erreicht, ist die schon wieder ganz stark abgekühlt. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, das zu messen, dann messt ihr vorne an der Düse mit dem Thermometer oder mit dem Fühler, was denn da ankommt. Weil so kann man viel präziser und genauer schweißen. Da, wo wir jetzt aber drüber gehobelt haben, das ist ja eigentlich nichts anderes wie einfach die Oberfläche jetzt abschaben. Das heißt, da darf jetzt eigentlich keine Oxidschicht mehr sein. Trotzdem mache ich das jetzt einfach so, ich habe es zwar nirgends gelesen, aber es ist nie verkehrt, wenn man die Stellen nochmal zusätzlich entfettet, damit auch wirklich sich das Kunststoff mit dem Kunststoff ideal verbinden kann. Am besten nimmt man einfach ein Bremsenreiniger, nichts unbedingt extrem Scharfes, gerade dass die Fettschicht, die an den Händen klebt, herunter ist. Jetzt haben wir auf alle Teile, wo es notwendig ist, die Phase drauf gemacht, wo dann auch die Naht reinkommt. Und jetzt können wir die erste Wand befestigen. Und zwar so, dass wir sie nur anpunkten und nicht gleich komplett durchschweißen. Sonst passiert nämlich das, was mir beim ersten Mal passiert ist. Und zwar habe ich das gesamte durchgeschweißt. Und das ist dann so da gestanden, was natürlich echt lästig war. Das heißt, einfach nur anpunkten. Dann die Ecke, was ich euch dann gleich zeige, rausschweißen, weil das ist ein Punkt, wo man sehr schwer dazu kommt, wo die meisten Fehlerquellen dann sind. Und dann stellt man einfach die andere Seite dazu, damit es erstens einmal einen 90-Grad-Winkel hat und zweitens einmal sie nicht mehr so stark verziehen kann. Damit sich das jetzt optimal schweißen lässt, bereitet man die Stelle, auf der man schweißt, also die ganze Naht jetzt da unten, in der Weise vor, dass man sagt, man heizt das ganze Material einmal ein bisschen vor. Im Idealfall sieht man, wenn es ein bisschen zu anlaufen beginnt, dann hat man die richtige Schweißtemperatur erreicht. Es reicht aber, dass man jetzt einfach mal da Wärme einbringt, damit die Schweißnaht nicht im Endeffekt zu kalt wird. Das ausreicht, was an Energie zugeführt wird. Damit man ein bisschen einen Richtwert hat, ob man die richtige Temperatur erreicht hat zum Schweißen, sieht man an dem, dass der ganze Bereich da leicht matt wird. Das heißt, es hat eigentlich die Temperatur erreicht oder muss noch ein bisschen wärmer werden. Und dann, wenn beide gleich angewärmt sind, also der Zusatz und das Material, das man verschmeißen möchte, und man tippt dann kurz dann hin, dann klebt es sofort fest und dann merkt man, okay, jetzt haben wir es erreicht und dann kann man anfangen, entlang zum Schweißen. Bevor ich den Tank jetzt aber fertig schweiße, möchte ich euch nur sagen, dass es zwei verschiedene Varianten gibt, wie man mit einem Heißluftföhn schweißt. Und zwar haben die den Namen Warmgas-Ziehschweißen und Warmgas-Fächelschweißen, die sich ein bisschen voneinander unterscheiden und die ja gewisse Vor- und Nachteile haben. Und die zeige ich euch jetzt kurz noch.
Wie ihr jetzt gesehen habt, es ist doch ein feiner Unterschied, was jetzt das Schweißen betrifft. Das eine geht relativ schnell, das andere dauert relativ lang. Das ist jetzt das Warmgas-Fächelschweißen. Da wird die Naht ein bisschen anders. Aber man hat meiner Meinung nach viel mehr Kontrolle über den Schweißvorgang. Weil wenn wir über die Düse ziehen, dann heißt es eigentlich nur, dass wir das reindrücken und dass wir aber nicht wissen, wie viel Material denn wirklich reinkommt. Weil wir das, was wir einbringen, doch strecken in die Länge. Das heißt, wir haben 30 cm zum Schweißen, nehmen einen Draht von 30 cm und am Schluss bleibt aber trotzdem nur so viel über. Das heißt, wir haben die Naht über die gesamte Länge gezogen, was dann heißt, dass weniger Material, als wir glauben, dass wir eingebracht haben. Das passiert nicht beim Warmgas-Fächelschweißen, weil da bleibt es wirklich zu 100% an Ort und Stelle. Ist meiner Meinung nach der bessere Vorgang, obwohl er länger dauert. Aber ich habe viel mehr Kontrolle über den Anpressdruck, über das, wie sich das einfach anfühlt. Und mein Tank, den ich selber geschweißt habe, den habe ich am Schluss rundherum repariert, teilweise damit, wo es nicht schön war oder undicht. Und das hat super funktioniert. Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir uns die Frage stellen sollten, welches Teil wir als nächstes anschweißen, weil wenn ich dieses Teil jetzt aufsetze, dann kann ich im Warmgas-Ziehverfahren das Ganze noch rausziehen, das heißt, ich bin da noch vorne offen, aber die Seite ist dann drin, dann habe ich da ein Problem, weil das ist die letzte Seite, die ich einsetzen will. Und weil das mit dem Aufsatz relativ lange ist und einen gewissen Winkel einhalten muss, dass ich da auch aufdrücken kann, komme ich teilweise nur nicht einmal bis zur Mitte und umgekehrt auch. Das heißt, mir bleibt da ein Teil übrig. Da ist nämlich der Vorteil, dass ich sage, okay, dann nehme ich das zweite Verfahren, das Warmgas-Fächelschweißen. Mit dem bin ich ja vom Winkel ein bisschen flexibler. Ich kann mit den Händen besser zuführen und somit kann ich das unten innen da komplett fertig schweißen. Soweit ist der Grundkörper jetzt einmal fertig. Die äußeren Schweißnähte mache ich dann morgen. Wie man sieht, fällt der Tankdeckel noch. Der Tankdeckel ist was ganz Spezielles, weil da kommen ja noch ein paar Sachen rein. Auf die Wort, die kommen dann morgen. Unter anderem auch Schweißzusatz. Der Schweißzusatz ist mir jetzt fast ausgegangen. Und wie sie den berechnet, ist folgendes. Ihr nehmt einfach jede Naht, die ihr habt, addiert die und das ungefähr 20% oder 30% dazu, weil das Material ist überhaupt nicht teuer. Das heißt, lieber haben als brauchen und dann könnt ihr es einfach in einem durcharbeiten. Soweit, so gut. Wir sehen uns morgen und dann schauen wir mal, dass wir das Ding fertig kriegen. Aber sowas von pünktlich geliefert. Das ist jetzt unsere ziemlich große Revisionsöffnung, die wir dann am Schluss verbauen. Und nur genügend Material, um den Tank fertig zu schweißen.
Was euch immer wieder mal passieren wird, ist, dass euch da vorne durch den Zusatz die Düse verstopft. Und zwar, weil man entweder zu stark drückt oder zu langsam zieht oder zu viel Temperatur verwendet. Das merkt man an dem, dass sich die nahezu auseinanderziehen beginnt und dass sie nicht mehr die ganze Kehlnaht in dem Fall ausfüllen kann. Da hört man dann einfach sofort auf, weil besser wird es nicht. Die Düse freimachen, einfach kurz das rausholen, was drinnen ist. Die Naht, die was teilweise schon schlecht ist, abkühlen lassen. Wie man da in den Büdern jetzt sehen kann, nur mal ausschaben und dann einfach nur mal neu beginnen. Das ist ein unscheinbares, aber wichtiges Bauteil. Da kommen noch Löcher rein, weil das ist die Schwallschutzwand. Die verhindert im Grunde Folgendes, wenn man jetzt eine Vollbremsung macht und das ganze Wasser da drinnen, wenn der Tank jetzt halb voll ist, schlägt dann gegen die andere Seite. Das ist nicht nur laut, sondern kann über die Zeit halt auch jetzt durch die Vibrationen Schäden hervorrufen. Kann man sich so vorstellen wie die Wellenbrecher in den Häfen, weil draußen ist die raue See und drinnen ist es relativ ruhig. Der wird ungefähr mittig eingesetzt und das machen wir jetzt gleich. So muss das sein. Den Ausschnitt vom Deckel habe ich doch jetzt schon gemacht, weil die Wände teilweise noch innen gebogen sind durch die Wärmeentwicklung beim Schweißen rundherum. Jetzt habe ich die Möglichkeit, dass ich da reingreife und die Wand nach außen drücke, so dass sie dann eben im rechten Winkel wirklich steht. Dann mache ich einen Schweißpunkt drauf und dann ist absolut gerade und ich kann in einem durchschweißen. Jetzt machen wir nur unsere Tankdurchführungen rein, die jetzt doch beide auf der Oberseite sind, weil sie es einfach besser bewerkstelligen lässt. Da sind jetzt zwei Schlauchtüllen, wo bei einer Schlauchtülle dann ein Ventil aufgesetzt wird, das man mit der Radlpumpe bedienen kann, und ein Manometer, dass man weiß, wie viel Druck wir im Tank haben. Das hat den Sinn, weil wir den Tank abdrücken wollen. Und abdrücken heißt, dass wir da jetzt 0,2 bar Druck auf den Tank geben. Damit wir jetzt aber nicht 3 Stunden mit der Radlpumpe da stehen, füllen wir den Tank randvoll auf. Dann können wir das mit ein paar Pumpenhüben sehen, dass der Druck nach oben geht. Und wenn der Druck bleibt, dann ist der Tank dicht. Aber was ich euch versprechen kann, ist, dass die Tankdeckeldurchführungen, die Revisionsöffnungen nie hundertprozentig dicht sind, weil die immer entweder bei den Schrauben oder bei der Dichtung selbst irgendwann einmal da die Luft rausgeht. Das ist aber kein Problem, habe ich selbst bei meinem Tank gleich gemacht. Da ist der Druck auch verloren gegangen, aber er hat immer dicht gehalten. Es war nie ein Problem. Eine Möglichkeit, die es auch noch gibt bei den Inspektionsöffnungen, ist, der ist jetzt geschraubt, wie gesagt, nicht hundertprozentig dicht, höchstwahrscheinlich. Es gibt aber noch welche aus Polyethylen in dem Fall, die extra fürs Verschweißen gemacht sind. Das heißt, du setzt den auf, schweißt den rundherum fest und das ist dann eine Tankdurchführung, die hundertprozentig dicht ist, sind aber sehr schwer zu finden und dementsprechend teuer.
Alles, was wir im Tank verbauen, wie Beilagscheiben, Muttern und in dem Fall die hineinragenden Schrauben, sollten aus einem nicht rostenden Material sein. Ich habe da Edelstahl verwendet. Um das Ganze jetzt ein bisschen zu beschleunigen, mache ich es jetzt doch mit der Druckluft. So heißt, ich spare mir die Pumpe und mache das Ganze mit dem Kompressor. Bar haben wir jetzt drauf gehabt und ich habe gesehen, der Tank hat sich aufblasen wie ein Luftballon. Der limitierende Faktor war die Inspektionsöffnung und wie prophezeit ist die Revisionsöffnung der einzige Ort, wo der Druck verloren geht drüber. Da würde ich euch einfach raten, für alle Anbauteile im oder außen am Tank, nehmt ein bisschen Geld in die Hand, weil da habt ihr viel mehr Freude dran, als wenn ihr irgendwas Billiges drauf habt. Und der Tank ist euch dicht und das ist das Wichtigste. Ansonsten war der Tank dicht, es hat keine Naht nachgegeben. Wenn da jetzt eine schwache Naht gewesen wäre, dann wäre bei 1,5 Bar vermutlich das schon geplatzt. Von dem her würde ich mal sagen, so kann man das lassen. Wer jetzt Interesse hat, so einen Tank zu schweißen, dem würde ich einfach raten, macht euch ja Handskizzen oder per AutoCAD skizzieren, weil dann habt ihr immer alle Maße bei der Hand, wo schon mal viel weniger Fehler passieren können. Aber auch ganz wichtig ist, welches Teil setze ich wann und wo ein, welches zuerst, dann das nächste, ein bisschen vorausplanen, dann können auch schon weniger Fehler passieren. Und ganz wichtig auch, welche Nähte setze ich wann und wo, weil meistens hat man dann einfach keinen Platz mehr zu schweißen und dann steht man an. Aber jeder, der das jetzt probieren möchte, dem wünsche ich viel Erfolg dabei. Wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat euch!